Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dachte ich mir, dass ihr mal wieder ein paar eurer Sims umgestalten könnt, damit ich sie in meinen Biel platzieren kann. Und dafür bin ich natürlich in den Muli-Sims-Hersteller gegangen, wo ihr immer schön fleißig Sachen einsendet. Finde ich ganz toll, by the way, auch wenn ich jetzt nicht immer direkt darauf zugreife oder so, aber ich werde die schon noch irgendwie ins Spiel zumindest reintun. Ob sie dann natürlich vorkommen oder nicht, das sieht man dann natürlich immer. Es kommt dann immer drauf an, ob sie dann auftauchen und ob wir dann auch mit denen Kontakt aufnehmen etc. Aber grundsätzlich werden sie immer in irgendeiner Form dabei sein. Deswegen seid auch weiterhin schön fleißig, ich freue mich darauf. So, und ich würde auf jeden Fall sie hier nehmen, die Sandy Candy. Ich finde, der Name ist absolut wild und ich finde, sie sieht ziemlich cool aus. Ich werde natürlich die umstylen, die hier Custom Content haben, weil ich werde den meisten Custom Content nicht haben. Und so style ich die dann um, damit die halt auch in voller Gänze in meinem Spiel vorkommen. Dann nehmen wir erstmal die gute. Also im normalen Outfit sieht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Ich denke, ich werde hier einfach mal ein paar Lashes geben. Also sie sieht unfassbar süß aus. I love it. Sie ist ein Teenager, aber das ist ja egal, ne? Also wir geben ihr einfach hier so ein paar Lashies. Mausi einfach. Mal gucken, ob es bei den anderen, ob sie da auch vollkommen aussieht. Wow. She's pretty. Ich werde sie dann in einen Haushalt zusammenpacken, I guess. Das hier sieht auch alles soweit ganz gut aus. Das sieht auch vollständig aus. Vielleicht waren sie auch nur irgendwie die Augen oder so. Weil wenn das so ist, dann kann ich sie nämlich einfach so downloaden. Weil soweit sieht das ja eigentlich ganz vollständig aus. Gut, dann downloade ich die gute so. Das ist natürlich auch schön. Aber die zwei, sie wird auf jeden Fall sehr wenig anhaben gleich. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil sie hat Alpha-Hair. Und ich habe ja gar nichts mehr an Alpha-Hair. Wir ersetzen das mal eben, weil wir sie ja nicht zusätzlich brauchen, die Sandy. Und sie sieht jetzt so aus. Das ist natürlich wild. Spannend, dass sie so ein Kleid hat. Hier. Und dann diese Boots dazu. Aber ich judge nicht. Wir schauen einfach mal, ob wir was Passendes dazu finden. Ich würde ihr auf jeden Fall hier so ein bisschen Crazy Lashes geben. Hellbraune Haare. Oder wollen wir eher in dieses Dunkelblonde gehen? Vielleicht passt dieses Dunkelblonde doch ein bisschen eher. Sie sind ein bisschen länger und gewellt, richtig? Ja, also sie hat so einen Zopf. Das schaue ich mal. Also so einen gewellten Zopf. Da werde ich auf jeden Fall was finden. Ich möchte natürlich, dass sie sehr originalgetreu aussehen, ne? Weil ich meine, sonst müsstet ihr die Sims ja gar nicht erstellen, sondern ich könnte sie auch einfach selber erstellen. Wie wäre es damit? Ich würde da natürlich ihre Haare einmal anpassen. Sie hat auf jeden Fall irgendwie einen Skin drauf und ein bisschen Lipgloss. Vielleicht nehmen wir einfach diesen hier, weil den finde ich sehr hübsch und passend. Oh, sie ist eine süße Mausi auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal nach so einem weißen Kleidchen. Sie hatte ja schon etwas Ausschnitt. Darauf werde ich auf jeden Fall auch achten. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Ich behalte mir das mal und schaue mal weiter, ob ich noch was Besseres finde. Den Rest finde ich aber nicht so passend. Deswegen bleiben wir mal bei dem, was ich hier gefunden habe. Das finde ich nämlich sehr schick. Also das müssten wir dann auf jeden Fall auch abändern. Jetzt habe ich natürlich keine Möglichkeit, um zu schauen, wie es im Original aussah. Aber wir schauen einfach mal, was gut aussieht. Vielleicht nehmen wir das hier. Das finde ich nämlich auch gar nicht so unpassend. Ich denke, ich würde ihr dazu eine Kette geben. Ich weiß natürlich nicht, ob im Original eine Kette gewesen war. Aber ich finde es passend dazu. Sportkleidung finde ich sehr cool. Ich denke da mal gar nicht dran, dass man unter dieses Kleidchen ja auch eine Leggings anziehen kann. Ne? Ich vergesse mal, dass wir... Also ich vergesse nicht direkt, dass wir hier diese Leggings haben. Ich nutze sie sehr, sehr selten. Unter Nachtwäsche, das sieht auch soweit supi aus. Die Partykleidung sieht auch sehr cool aus. Badekleidung ist tippitoppi. Heißes Wetter sieht soweit auch gut aus. Und auch die Winterkleidung ist gut soweit. Dann schauen wir nochmal bei Jack. Fehlt dir irgendwas? Alltagskleidung sieht gut aus. Wow, Moschino. Die scheinen Cash zu haben. Sportkleidung passt. Das kann man zwar so lassen zur Schlafkleidung. Er hat sogar zwei. Okay. Aber ja, ich denke, ich werde ihm einfach hier so eine Boxershorts geben oder so. Wie wär's damit? Das wird einfach sowas. Ausgekleidung sieht soweit gut aus. Badekleidung sieht gut aus. Heißwetter-Outfit
Outfit sieht auch gut aus. Kaltes Wetter-Outfit sieht auch gut aus. Nice. Dann wurde ja gar nicht so viel Custom Content benutzt, wie ich befürchtet hatte. Dann würde ich vielleicht noch sie hier umstylen, weil sie sieht auch echt cool aus. Sie heißt auch Sandy. Wow. Wieso habt ihr alle Sims, die Sandy heißen? Das finde ich wild. Ja, da wurden sehr viele Sachen entfernt. Mal schauen. Also sie hatte ja einen wilden Stil, sag ich mal. Auf jeden Fall coole Jeans mit so Muster drauf, also in dem Fall Bärchen. Und so ein Pullover, also so ein T-Shirt mit einem Pullover drunter. Das können wir uns auf jeden Fall merken. Und lange schwarze Haare. Das ist die Frisur, die ich gewählt habe. Und dann schaue ich mal, ob wir jetzt was Passendes finden. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe tatsächlich. Ich schaue nochmal, ob ich so Pullover hier so habe. Ich hätte das hier. Das wäre zumindest passend mit diesen Streifen. Oh, das habe ich eben komplett übersehen. Das ist ja auch cool. Das ist auch sehr passend vor allem. Dann behalte ich doch das. Dann suche ich jetzt nur noch nach einer coolen Jeans. Ich denke, ich werde mich für diese Hose entscheiden, weil die am ehesten dem nachkommt, was das Original war. Es ist zwar nicht optimal, sage ich mal, aber ich finde es trotzdem cool. Und wie gesagt, also es hat halt auch so Zeugs hier. Zwar keine Bärchen, aber sowas habe ich halt gar nicht. Ja. Ich denke, das passt halt am ehesten, ne? Ja, ihre Abendkleidung ist leider auch komplett futsch. Da müssen wir mal schauen. Ziehen wir sie halt so hübsch an. Wie wär's damit? Und dann ziehen wir hier so eine coole Strumpfhose noch drunter. OMG, wir können hier dieses mit diesen Monden machen. Dann zieht sich das so vielleicht einfach durch das ganze Dings durch. Das wäre doch fancy. Sportkleidung gibt's leider auch nicht. Schade, Milano. Wie wär's damit sowas? Zum Sport? Zum Schlafen? Make-up? Wild, aber wenn ihr das so meint, dann lasse ich das natürlich. Ich finde das hier süß. Ne, ich behalte das. Party-Outfit braucht sie auch noch. Dann wieder was mit dem Universum gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt logischerweise wahrscheinlich nicht die Intention gewesen, aber ich habe jetzt das einfach draus gemacht. Also ist ja auch cool. Yeah, das sieht doch geil aus. Badekleidung hat sie auch nicht, da würde ich einfach nach einem ganz schlichten Badeanzug schauen. Okay, schlicht würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich finde es trotzdem cool. Sommerkleidung gibt es leider auch nicht, aber das lässt sich ändern. Hier sind Sterne. Wie wär's? Und dann diese coolen Schuhe dazu. I love it. Und die Winterkleidung ist natürlich auch nicht existent. Wer hätte das nur erahnen können? Diese Hose ist richtig cool, aber ich glaube, das ist mir doch ein bisschen too much. Fertig. Woo. Ich hoffe, euch gefallen die Sims soweit. Und ja, besonders die Ersteller. Ich hoffe, dass es euch gefällt, was ich daraus gemacht habe. Dass es nicht allzu komisch ist oder so. I don't know. Und wie gesagt, schickt mir immer wieder gerne was ein, wenn ihr mögt. Und ja, dann denke ich, war es das soweit erstmal mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.